so kennt man ihn morgens auch schon so am Start. Franz Moors. Franz Moors aus den Belgien. Wer ist für die Berliner dabei? Ja, ja. Die Schweizer, schwarz-weiß, karierte Trikot, sie sind zurück. Zurück ist auch Martin Lohmann. Ich möchte, dass sie nicht so viel lange. Deine Box ist direkt unter der Bühne, gell? Die Erinnerung nicht direkt. Die Arnfeldberg, fünfte Etappe. Die Transschwarzwald-Station ziehen hier am Feldberg. Könntest du dir überhaupt ein anderes Ziel vorstellen? Eigentlich nicht. Transschwarzwald die nächsten 20 Jahre hier oben. Er wird es sicherlich live tragen, nicht den Zuhörer an die Wand sagen, sondern tragen in der Vorbereitung auf 2012. So soll man das haben? Auf der 3, heutige Drittplatzierte, Daphne van der Wand aus dem Niederlanden, von der Daphne van der Wand, die Schweizerin Milena Ludwig Di Centurio, VD. Ist dieselbe wie der erste, der zweite, der dritte und der vierte, die Finn, Pia Sonstedt, auf der ersten Position in der Tagesordnung. Den Schluss ich habe. Ja. Die Siegerin wird geführt von Stefan Wirtz als Vertreter der Gemeinde Feldberg. Rixhauser natürlich mit dabei. Und es gibt hier auch Sachpreise. Symbolisch heute eine Karte für die Bergbahn. Da gibt es dann noch Skipässe. 1 bis 2, Pia Sonstedt, Milena Ludwig und Daphne van der Wand. Die schätzte Damen unterwegs. Die Pia 5-mal erster Platz, Milena 5-mal zweite und die Daphne 4-mal dritte. Und einmal bitte. Es waren ja so in etwa 20 Hälfte hier gleich auf der Bühne. Auch schön. Die dritte Runde. Jetzt sind nur eins. Tageswertung, Gesamtwertung, Altersklassenwertung, aber Ehre wegen Ehre gebührt. Oh, das ist gut für dich. Tja, Renina, beschwert sich gerade, wie man die alten Frauen so hierher hetzen kann. Aber sie haben es geschafft. Alle drei sind sie wieder da. Glückwunsch, Gentlemen. Eins. Sind mit der Philipp Abels. Also wir werden mal die Preise wieder übergeben. Da kommen sie auch schon, zwei sind schon da. Auf ein Zwischen auswahl, Sandra Zuhauer auf der 2 und Silvia Katz auf 3.
schön in die Kamera schaut. Hallo. Senioren 2. Der Ihnen mit dem Drittplatzierten des heutigen Tages, der für den Multivan Berliner Viking Team, Hannes Gänze. So, auch für die Herren zur Information, es gibt hier symbolisch eine Karte für die Bergbahn. Es gibt da noch Schiebpässe nach dem Event. So, jetzt haben wir das natürlich genau gesehen, wie er das Bild tapfer gewahrt hat und wie er das hier durchgereicht hat. Von einem zum anderen war es ein Verkehr. Hans Gänse und der Gesamtsieger, er heißt Andreas Kugler, Multivan-Berliner wieder bei DT. Die Sieger in der Altersklasse, nein, in der Altersklasse, in der Oberen mit den beiden Herren, Andreas Kugler, Andreas auf der 1, Hannes Gänse auf der 2, Markus Kaufmann auf der 3. Merida, danke euch. Wir versuchen es nochmal mit der Klasse der Männer. Dankeschön, Applaus. Für Andreas und alles für Markus. Was jetzt, wenn ihr euch so mal erhabt? Oh, oh, sorry. Ja, ihr seid das so gewohnt, gell? Ja, Dankeschön. Gratulation, B-Platzierten. Gesamtwertung, meine Herren, Vize-Tour von den Vor Team Texas-Syndrom vor Heiko Merida. Ihr liked the best of shot, the best shot shots? Yeah, I like it. It was an interesting experience. I think it was something I missed before. But yeah, it was tough, but it was nice. So, jetzt haben wir hier Fotografen mit unterschiedlichen Begehrlichkeiten und ich glaube, wir haben alle versorgt. Auf 1, Andreas Strobel, Udo Hölz, Frederik Zilke, Karl Hundermark auf der 2, Silvio Gers und Hans Klangert auf der 3. Gratulation. Ja, danke. Nicht die jedoch jetzt passierte. Auf 3, Team TBW Power bei Exleite, Sky 100 Mark und Frederik Zirke. Auf 5 Etappen, Smart Cycling Team mit 4 zweiten und einem dritten Platz. Und die drittplatzierten, 6. Platz auf der ersten Etappe. Bauen wir jetzt die Garage. Ich bin mit den Kindern. Ich bin mit den Kindern.
Siegerfoto. Die Sieger, Testführer des Hauses 54 Minuten, 15 Sekunden von Platz 1 auf 2 und 2 Stunden 19. Dann haben wir 4 Minuten, 3 Minuten, dann für den zweiten und den Aluminiumblond. Das vernimmt man zusammen da, die Haarfarbe. Mutter selber, das ist Vater. Und der Vater ist? War früher auch mal. Weiß nie genau, gell? Gekommen sind, die wollen jetzt noch ehren alles. Aber im Großen und Ganzen war es einfach eine tolle Veranstaltung und die Teilnehmer sind, wir haben mit vielen gesprochen, sie sind glücklich und zufrieden und dann sind wir auch zufrieden und rundum alles perfekt. Ich bin total glücklich. Ja, ich glaube, das ist genau der Maßstab. Die Gesichter der Teilnehmer, du hast mit ihnen gesprochen, ich habe sie praktisch alle jeden Tag reinfahren sehen und habe in die Gesichter geschaut. Man muss nicht mit ihnen sprechen, man sieht es ihnen an, du hast es gestern auch gesagt. Die kommen mit einem Strahlen herein, die strahlen von innen raus, wenn eigentlich auch der Rest gar nicht mehr zum Strahlen konditioniert wäre. Die sind völlig im Eimer und trotzdem kommen sie zufrieden an und genau das ist, denke ich, der Erfolg der VD Mountainbike Grand Schwarzwald. Dieser Mountainbike-Veranstaltung, von der es als Etappenrennen nicht so viele gibt in Deutschland und die hoffentlich, so hast du es gestern, ja, ich möchte fast schon sagen, versprochen, noch 40 Jahre stattfinden soll. Ja, mit den 40 Jahren werden wir mal schauen. Da muss da mal mein Sohn voran machen. Dann komme ich da nur noch mit der Krawatte und schaue, ob alles läuft. Fahrer kommt auf den LKW. Das Ding hier. Also, alles klar. Und die Tasche kommt dann mit dem Fahrgast in die Bude. Danke. Das wird man in Chile nicht sehen. Diese. Nou, het is afgelopen daar. Ja, ja, we hebben ons geamuseerd, Fons. Een beetje moe gemaakt, zeker ook niet. Moe? Wat is moe, Fons? Ja. Zolang we nog praten, kunnen we ook nog fietsen.